Sie sind hier, vergrößern, verkleinern die norwegische Staffel um Heidi Weng-El, ist bei der WM Top-Favorit auf Gold. Urheberrecht Getty Images. 28. Februar 2019, 10.07 Uhr am Donnerstag steigt bei der nordischen Ski-WM in Seefeld die Staffel der Damen. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Ein schwedisches Talent macht Hoffnung. Gehen die Johaug-Festspiele in Seefeld weiter? Es müsste schon viel schief laufen aus norwegischer Sicht, dass der Langlauf-Superstar seine Goldserie nicht fortsetzt. Therese Johaug ist bei der nordischen Ski-WM in Österreich bislang bei zwei Starts zweimal ganz oben auf dem Podest gestanden. In der norwegischen Staffel wird Johaug ebenfalls kaum zu schlagen sein. Die Langlauf-Damenstaffel am Donnerstag ab 13 Uhr im Live-Ticker. Das Quartett geht nach den beiden Erfolgen in den bisherigen Weltcuprennen als Top-Favorit auf Gold in den Lauf über 4x5 Kilometer. Am ehesten dürften noch die Schwedinnen Norwegen gefährden können. Schweden hofft auf Karlsson. Beim letzten Staffelrennen Ende Januar in Ulricehamn belegte das schwedische Team Platz 2, allerdings mit gut 37 Sekunden Rückstand. Damals fehlte jedoch Supertalent Frida Karlsson, die am Dienstag über 10 Kilometer im klassischen Stil sensationell Silber gewonnen hat. Zeitplan und Ergebnisse der nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld, doch auch mit Karlsson werden es Charlotte, Kalla und Co. gegen das norwegische Superquartett mit Heidi Weng in Wildflugstart Östberg, Astrid Uhrenholt, Jacobsen und Johaug schwer haben. Die Norweger stellen ihre bekannte Staffel für das WM-Rennen um. Superstar Johaug wechselt auf den Schluss, denn sie soll am Ende Schwedens herausragende Sprinterin Stina Nilsson zermürben. Normalerweise läuft Johaug an zwei, um den entscheidenden Vorsprung herauszulaufen. Das scheint nach Karlsens starkem Classic-Rennen aber kaum möglich. Bei Schweden startet Ebba Andersson, an der drei läuft die aktuell nicht ganz so überragende Charlotte Kalla. Deutschland wird in den Kampf um Medaillen voraussichtlich nicht eingreifen. In den beiden bisherigen Staffelrennen im Weltcup sprangen nur die Plätze 8 und 9 heraus. Medaillenspiegel der nordischen Ski-WM. Der DSV wird folgendes Quartett an den Start schicken: Viktoria Kahl, Katharina Hennig, Sandra Ringwald, Laura Gimler. So können Sie die Damenstaffel im Langlauf live verfolgen. TV, ZDF, Eurosport Stream, ZDF.de, Eurosport Player Ticker, Sport1.de.